Servus YouTube und Freunde des gepflegten Gamings, hier ist euer Wolfsrudel. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, diesmal von Formel 1 2014 und es geht gleich los in Bahrain. Wir haben Platz 2 im Qualifying, gerade eine wahnsinnige Zeit hingelegt und jetzt schnappen wir uns gleich mal den Lewis Hamilton. Oh, die Bremsen, ich habe auch im Mod drin, dass die Gegner, sag ich mal, viel stärker sind, viel aggressiver fahren und auch später bremsen, habe ich jetzt gerade gesehen, da hat er später gebremst als ich. Also ist das schon mal von Vorteil, denn ist es wirklich ein leichtes vom 10. auf den 1. oder 2. Platz zu kommen oder vielleicht auf den 3. nach dem Start, wenn alle in der ersten Kurve so bald bremsen und du fährst einfach nochmal 15 Meter weiter und bremst dann erst und überholst sie gleich auf 5 oder 6. Ja, ich glaube, wir kommen ganz gut weg. Wir sind schon aus dem DRS-Fenster raus, also das ist schon mal super. Müsste mir nur noch eine Methode einfallen lassen, damit ich das Headset, das Mikro nicht immer in die Hand nehmen muss, mit einer Hand ist das ein bisschen schwierig. Das war ein Fehler, sollte nicht sein, ich musste gerade woanders hinschauen. Jetzt ist er doch irgendwie irritiert, er ist wieder direkt hinter mir. Ich habe heute übrigens nur ABS an, also auch die Traktionskontrolle ist bei mir aus. Und eben die Ideallinie jetzt auch nur in den Kurven, das reicht mir völlig. Ich habe es mal probiert ohne, aber es ist wirklich sehr schwer, sich da nochmal umzugewinnen und auch wirklich nochmal enorm viel Zeit, um die ganzen Bremspunkte sich zu merken. Und ich werde das Spiel ja eh nicht mehr zu suchen. Also will ich eigentlich meinen Spaß haben, will fordern fahren und spiele jetzt auf Legende und trotzdem. Da wird wahrscheinlich schwer, sich da von denen abzusetzen mit dem Force India. Trotzdem eigentlich ist gar nicht mal so schwer den zweiten Platz geschafft. Das wundert mich jetzt ehrlich schon. Vorher war ich da vielleicht ein paar Experte, wurde ich gerade mal 10. mit Force India, weiß nicht, was ich da jetzt umgestellt habe. Aber eigentlich kein Mod drin oder sowas, also der zumindest die Leistung. Ich habe einen Mod drin, der die Reifen den Reifen zu schleißen ein bisschen verringert, denn das ist bei mir ein ganz großes Problem. Deswegen fahre ich auch zu schlecht und habe dann keine Chance, weil die anderen so nicht so einen hohen Reifenverschleiß haben. Und seht ihr, die lassen nicht locker, die und immer wieder auf. Aber ihr seht schon, ich glaube, dass mit dem Reifenverschleiß ist, das hat jetzt noch gar nicht so viel gebracht mit diesem Mod. Geht ja da, dass er den Reifenverschleiß nur ein bisschen verringert. Ja, wir haben hier bei Runde 3 schon eine leichte Färbung. Ich sag mal, bis Runde 6, maximal 7 hatten wir durch. Ich habe eigentlich Runde 8 eingestellt. Das ist definitiv zu viel. Also Runde 6 oder so, spätestens Runde 7, da sind die Reifen wahrscheinlich schon zu abgefahren. Ich glaube, es kommt eher auf Runde 6 hinaus. Dann haben wir noch 8 Runden mit den Harten, das sollte möglich sein. Aber ich komme von denen nicht weg, seht ihr das?
Mist, jetzt habe ich es verschenkt. Ich bin da auf den Krebs. Ja, ich bin auf den Krebs viel zu lange draußen. Das ist abnormal, wie er schon wieder mit dem Windschatten ist. Das ist echt blöd. Seht ihr, dass wir sich reinbremsen? Das kommt jetzt doch der Realität sehr nahe. Und er ist fast vorbei, der Luis. Und er ist vorbei. Scheiße! Ja. Kommt aber gleich nochmal, würde ich sagen. Verbremst? Ja, aber wir sind immer noch nahe, ja. DRS habe ich auch. Was bremst denn der hier so ab? So ein Handwurst. Du hast gesehen, der bremst da voll ab. Ich musste hier eigentlich ausweichen, sonst wäre ich reingekommen. Da ich auch den Mod drin habe, dass sagen wir mal, so Teile wie Frontflügel so viel schneller abfallen und die KI, sag ich mal, auch viel mehr Fehler macht, viel eine höhere Safety-Quote und sowas. Also das Ganze einfach mal, die Umfälle und sowas, einfach mal ein bisschen anhebt. Und ja, das liegt eben der Frontflügel bei jeder Kollision schon fast ab. Also muss man echt aufpassen. Keine Kollision, also mal kurz mit den Hinterrädern zusammen. Lachen, das ist noch möglich, aber sonst auch eine Kollision am Reifen oder so mit dem Frontflügel ankommen, dann ist der weg. Natürlich merkt man das bestimmt dann auch die nächsten Runden mit der Traktion. Seht ihr, wir haben schon. Ah, da bin ich froh, wenn wir Runde 6 Reifen wechseln können. Ich habe das Gefühl, dass der Reifen mir fleißig gar nicht verändert wird. Ich müsste wirklich den Reifenverschleiß um 100% anheben, verbringen. Also anstatt, wenn also mir in der siebten Runde oder so, die Reifen schon glühend heiß sind. Und das kann so, was ist denn jetzt noch? Jetzt hat er sich von mir verhakt, der kleine Kerl. Namens Hamilton. Ja, jetzt sind wir ein bisschen weg, jetzt können wir es geschafft haben. Und sobald wir von der 1 Sekunde weg sind, dann kommt er nicht mehr näher. Dann hat er immerhin auch kein DRS. Und wenn ich dann nicht, wenn er DRS hat, muss ich ja wirklich dann 2-3 Zehntel eine Runde gut machen, damit er nicht mir immer näher kommt. Jetzt hat er zwar wieder DRS, scheiße. Aber oben kommen wir locker weg. Da kommen wir weg. Oh super, ich kann DRS nicht aktivieren, das ist jetzt gar nicht mal so schlimm, da ich sowieso erst da bin, also Ausdruck, aus Ende muss ich wiederholen. Aber er ist trotzdem zu nah dran. Er hat mal eine Geraden, er holt wahnsinnig auf, selbst ohne DRS. Das ist unmöglich, jetzt ist er schon wieder dran. Ich habe die Kurve zum Glück genommen. Das war jetzt gar nicht viel besser, aber gut, schauen wir mal. Er hat garantiert, ja, das ist absolut krank. Das ist absolut krank. Hat er diesen Speed her? Eingebremst und er hat Trip verloren und schon wieder vorbei. Schaut euch das mal an, die anderen fahren 1,2 Sekunden schneller als ich. Ja, und jetzt schaut mal auf die Reifen, da wundert mich nichts mehr. Schaut mal auf die Reifen. Ja, jetzt hat er die Kurve doch viel schneller genommen. Ja, jetzt können wir es vergessen. Jetzt rutschen die Reifen schon wie Babypuppe, das ist absolut krank. Hinter wie ich rutsche, ich komm. Das ist Wahnsinn! Dieser scheiß Reifenverschleiß. Ich weiß ja selber nicht, wie man das ändert. Wie man das umschreibt in der Datei. Deswegen. Ja, super, der ist ausgefallen, jetzt wo ich es bräuchte, ne? Das ist ja auch nicht klar. Scheiß Reifenverschleiß, echt.
Er macht mir das ganze Rennen kaputt. Jedes Rennen macht er mir kaputt. Und ich habe mal versucht, wirklich schon zu fahren. Natürlich ist es nicht so geschmeidig wie mit Pedalen. Aber dieses Minimale macht wenig aus. Ich habe jetzt sogar ein Setup selbst noch umgestellt. Wirklich sehr Reifen schon, also nicht so viel Reifenverschleiß. Und trotzdem, der Hemmel ist schon wieder 2 Sekunden weg. Und ich muss jetzt auch in die Box, weil sonst verliere ich noch mehr Zeit. Das rechnet sich nicht mehr. Jetzt bin ich mal gespannt. Ihr seht schon, die Kamera ändert sich beim Boxenstopp nicht. Das ist schon mal gut. Wir schauen mal auf die Dauer vom Boxenstopp. Soll jetzt ein bisschen schneller gehen. Was? Okay, nein. Ich musste 2 Autos noch. Das ist doch unmöglich. Genau das hasse ich. Ich musste 2 Autos vorbeilassen. Das ist doch zum Kotzen. So ein Mist. Jetzt bin ich nur noch Vierter. Oh, du Mistkerl! Dann bremst du nicht rein. Ja, okay, wir sind glaube ich sogar noch. Ne, wir sind Vierter, klar. Da sind wir ganz bestimmt. Aber Vettel hole ich mir. Oder ist das doch der Hamilton? Ja, das ist der Hamilton, der bin ich doch noch Zweiter. Ach, jetzt ist der S auf einmal verfügbar. Ey, ich könnte dich erschlagen. Warum ist es bei den anderen nicht mal so, bei der KI, dass die mal kein DRS benutzen können? Die können das komischerweise immer machen. Das wäre mal was, wenn der Himmel hinter mir fahren würde und kein DRS hätte. Das wäre wirklich mal was, wo ich sagen würde, ja gut, das kann passieren, aber nein, immer bei mir. Schnell bei einem Lotus vorbei, jawoll. Keine Berührung, sehr schön. Ich bin jetzt mal auf die erste Rundenzeit gespannt mit den Harten. Ich stimme so im 35er Bereich, ja. Definitiv habe ich nicht die schnellste Runde, das können wir schon mal gleich vergessen. Ja, jetzt hat Rosberg 1,33, das ist ja absolut. 3 Sekunden schneller als ich. Trotzdem konnte ich im Ding die besseren Zeiten fahren mit Qualifying, das wundert mich wirklich. Nee, da kommen sie schon wieder, die ganzen Krippeln. Ja, jetzt dreht's dich da übelst. Mist. Vor allem, wie haben die jetzt, was haben die jetzt für eine Zeit gut gemacht? Wo kommen die auf einmal alle her? Ja, verbremst, ey. Reicht's jetzt Traktionskontrolle auf Mittel, so. Dann rutsche ich wenigstens nicht mehr so schlimm weg. Jawohl. Den packe ich mir schon noch, den Ricciardo. Auf jeden Fall. Ja, wenn er da ein bisschen Platz lässt, dann komme ich da vorbei. Wunderbar. Und jetzt da Rosberg vorbei. Vielleicht bin ich auch ein bisschen schneller dann mit dem rausbeschleunigen, das kann gut sein. Aber die haben alle DRS, nur ich wieder nicht. Der Hamilton ist wieder zu weit weg. Das ist echt so ein Fluch, den ich habe. Und was sehe ich da? Der Teamkollege ist letzter, sehe ich das richtig? Das ist unglaublich. Im ersten Rennen ist er irgendwie was mit. Ist er ausgeschieden, Platz 19 oder sowas. Weil 5 oder 6 Leute ausgeschieden sind und jetzt ist er wieder letzter. Was macht denn der für Scheiß? Schauen wir auf den Renndirektor. Wir haben alle. Was? Ach, Perez ist erster! Ohne Boxenstopp! Hä? Der einzige ohne Boxenstopp! Was macht denn der? Jetzt ist er in der Box. Dann hat er vielleicht doch keine schlechte Strategie gewählt. Ich dachte schon, wenn der jetzt wieder letzter ist, dann werde ich ausgerastet. 3-mal letzter, das kann doch wohl nicht sein. Es scheint so, schaut euch, der ist schon wieder raus. Der kommt ja vom 10. Platz raus. Das können doch Punkte werden für den. Oh, scheiße, da kommt ja einer.
und Perez kommen zwischen den Grüppchen raus, oder? Sehe ich das richtig? So, als sechster, siebter. Warte, schauen wir mal schnell auf den Renndirektor. Als achter. Ja, das ist in Ordnung. Das ist wirklich nicht schlecht. Und was in der Platz 8. Ja. Ich will ja halt schon irgendwie um die WM mitkämpfen, ne? Ist ja klar. Aber ihr seht, du kannst hier nicht einholen. Normalerweise geht ja das auch nicht auf Experte sowieso nicht, die einzuholen. Aber ich hasse es immer, hinterher zu fahren und immer aufzupassen, dass mich keiner überholt, anstatt mal selber Dampf zu machen und vom 10., also im Rennen dann von Platz für Platz nach vorne zu kommen. Meistens überhole ich halt am Start schon zu viel und dann bin ich halt Dritter und dann sind da so gute Fahrer vorne, dass die mir einfach... Ja, danke, du Wichser. Genau, so passiert's. Ich wollte jetzt eigentlich... Ich wollte eigentlich mal die Spur wechseln. Ich sehe das meistens nicht, weil ich die Näherungspfeile nicht anhabe. Da schaue ich aber selten hin. Ja, jetzt sind es 5,7, ja, Hamilton können wir vergessen, wir können nicht von Glück reden, wenn wir noch weiterbleiben. Jetzt Perez ist aber auf dem 5. jetzt, oder? Sehe ich das richtig? Ich bin 2. Nee, warte mal. Erster, zweiter Hamilton, dritter, vierter, fünfter, sechster, kann das sein? Ja, Perez ist sechster, ja, das ist ja grandios. Ach, dann hat er mit 2 Reifen. Ja, Perez hat jetzt, ja jetzt, das, der hat ja eine saugeile Strategie genommen. Wenn der jetzt auf 6 ist und er hat Weichreifen, dann kann ja der noch ein, zwei Plätze gut machen in 4 Runden oder 5 Runden, wenn wir jetzt noch haben. 5 Runden. Ja, 5 Runden haben wir noch. Aber es ist doch hart, vielleicht soll ich doch auf Experte zurückgehen. Das reicht mir auch völlig. Das ist eigentlich so mein Standard-Schwierigkeitsgrad. Experte taugt mir eigentlich schon gut. Mich wundert halt doch, dass ich jetzt so gut mit oder so mithalten kann mit dem vorderen Rängen. Klar, kommen die an mir sehr schwer vorbei, weil ich einfach nur mal recht aggressiv fahre. Zwar versuche fair zu bleiben, aber trotzdem nicht so schnell einen vorbeilasse oder in der nächsten Kurve dann kontere. Trotzdem hätte ich erwartet, dass ich vielleicht beim Qualifying auf 5, 6 oder so Ziel kommen und dann war ich bei Experte eine halbe Sekunde schneller als Rosberg, Platz 1. Dann habe ich gedacht, jetzt spielst du doch nochmal das Rennen auf Legende. Er versucht, die Lücke zu schließen. 7,3 Sekunden, wie gesagt, keine Line. Was mir schon wieder Angst macht, ist der Reifenverschleiß. Wir sehen, ja gut, das ist jetzt ganz leichte Färbung. Ich sag mal, bis zur 12. Runde und ab dann wird's kritisch. Dann, boah, dann darf ich auf jeden Fall mal fette Benzinmischung reinhauen. Ja, seht ihr, und da kommt er schon wieder. Und trotzdem schafft es nicht. Schafft es nie hier vorbei. Weil er innen, wenn er innen überholt, hat er nicht so viel Schwung in der Kurve, ist ganz klar. Müsste dann außen überholen, aber da ich immer ganz außen fahre, ist das wahrscheinlich nicht möglich. Internet ist schon wieder gerutscht und das macht die Reifen einfach so schnell kaputt. Deswegen würde ich mir da echt wünschen, dass sich da jemand dran setzt und nicht nur den Reifenverschleiß minimal verringert, sondern gleich mal um die Hälfte. Dann könnte ich zumindest mal ordentlich fahren und mir nicht immer auf die Reifen fahren. Denn diese ganzen Feinheiten, die mir empfohlen werden, ja, das Setup, gut, ich bin mir sicher, dass das Setup schon etwas ausmacht, ja. Aber wenn ich jetzt schaue, ich habe das Setup jetzt nur noch so viel reifenfreundlicher gemacht als das Original-Setup, das ich mir gesucht habe. Ansonsten ist es dasselbe, es sind nur 2-3 Sachen geändert und ich merke fast den Unterschied. Rosberg, da bremst du auch noch ab hier. Ich will mich richtig ausbremsen vor der Kurve. Als es eine Sekunde hinten, jetzt kann er es vergessen. Der kommt mir nicht mehr ran hier. Lasse ich den nicht mehr ran. Der ist, kann er vorne jetzt eh vergessen, hoffe ich zumindest. Kommt auch nicht ran. Der ist schon wieder dran, es ist keine Sekunde. Nein, jetzt komm. Immer wenn ich nach hinten schaue, komme ich da hin.
Gras rein, das darf nicht. Kommt noch mehr. Was hat er jetzt einen Fehler gemacht oder sowas? Schau dich mal Himmel an, der ist ja schon 10 Sekunden Wahnsinn. Ja, und die Reifen machen mir jetzt schon Angst. Ich meine, die waren sogar schlimmer, aber. Okay. Das Schlimme ist, dass die ganzen Gegner hier auf Platz 3 so dicht beisammen sind. Ist jetzt Ding auf Platz 4 schon, Perez. Der ist ja episch. Guckt euch das an. Mercedes Force India, Mercedes Force India. Das ist ja eine Legende. Das ist ja einmalig. Besser geht's ja gar nicht. Perez auf 4. Wo hat's denn das zuletzt gegeben? Niemals. Wahnsinn. Nur Rosberg darf jetzt nicht vorbei. Das heißt, Force India auf 3 und 4 ist ja auch ein Wahnsinnsding. Das ist klar. Aber vielleicht kann er noch Rosberg schnappen. Das wäre ja absolut genial. Da hat er eh was gut zu machen, aber dass er ersten Rennen ausgeschieden ist. Den packt er noch. Wir haben noch 2 Runden. Und er ist schon vorbei. Er ist vorbei, Perez ist vorbei. Nein, ist er nicht. Oh, ja, schau ich das an. Jetzt wird er sich Windschatten und überholt. Warte, jetzt muss ich schauen, dass ich gerade bin und in den Rückspiegel schauen. Ah, nee, weil er bei mir auch DRS hat. Perez ist vorbei! Das ist ja genial! Perez ist Dritter, schaut euch das an, Leute. Wahnsinn. Das ist Teamarbeit, jetzt will er mich auch noch schlafen, 100 Pro. Nee, mein Freund, das darfst du nicht, das schaffst du nicht und das wirst du nicht. Ja, ich mir klar, weil ich nicht mehr mithalten kann mit den Reifen. Die anderen haben ja komplett weiße Reifen, eben sage ich ja. Da können die Reifen beschneiden, ist viel zu niedrig. Und ein bisschen erhöhen hilft auch nicht, dann muss man radikal verändern. Ein bisschen. Mein Ziel wäre Platz 1, ja, wenn ich 2 da wieder das Ziel nicht erfüllen würde. Scheiße. Weltmeister werde ich vielleicht so nicht, aber schauen wir mal. Und ist halt irgendwie ist Hamilton immer Erster. Rosberg ist immer Zweiter oder Dritter. Aber nie Erster. Also ist Rosberg hier nicht zu schwach. Muss man ganz klar sagen. Aber die Kurve haben wir perfekt genommen. Was hat Perez jetzt gemacht? Oh nein, der ist nur noch auf 4. Nein, Perez, komm her! Ja, ich hab Deckung. Dass ich jetzt den Vollflügel abgefahren. Ja, was hab ich jetzt gemacht? Was hab ich jetzt für Scheiß gemacht? Jawohl, Perez ist wieder hinten. Dann, letzte Runde, oh jetzt wird's. Ah, das war die falsche Seite. Ich habe die falsche Seite aufgemacht. Scheiß drauf, lass mal ihn fliegen, oder? Nein, aus Reihenbremsen ging erstaunlich gut. Nee, passt schon. War zwar ein hartes Manöver, muss ich schon zugeben. Aber ganz in Ordnung. Oh, Rosberg, nein, aufpassen. Lass den ja nicht wieder vorbei. Neuer DRS. Und sie fahren nicht hinter mir, sie fahren nicht im Windschatten, sondern sie fahren neben mir. Und hab ich gleich. Was hat er denn jetzt gemacht? Perez, was machst du denn, Dummerchen? Jetzt schauen wir uns mal kurz die erste Runde an. Denn hier sind wir am spannendsten nach dem Start. Wir sind ja auf 2, nicht vergessen, links.
Start war gar nicht mal so schlecht, nur dann hat Rosberg eben Platz und zieht vorbei. Seht ihr das, wie sie aufholen? Überholt mich schon fast. Wie spät sie jetzt bremsen, müsst aufpassen. Die bremsen ja fast noch später als ich. Und dann wird es hier wirklich eng. Und bleibe aber vorn. Hamilton wurde da, glaube ich, auch ein bisschen abgeschnitten, so konnte er nicht vorbei. Ja, am interessantesten finde ich es doch, das Feld von hinten aufzurollen oder zumindest nicht immer vom zweiten Platz, wenn dann hast du das vorne immer zu kämpfen. Sondern eher mal so vom siebten, achten Platz auf den zweiten oder auf den dritten vorzufahren, das wäre eigentlich immer so das Traumszenario. Naja, da waren die Reifen ja noch in Ordnung, da war alles glatt. Die Linie passt auch, würde ich sagen. Ideallinie. Nicht, dass ich da zu weit auf die Curbs bin, aber ich bin eigentlich schon einer, der die Curbs gerne mitnimmt, also so wie in der Realität auch, denn wer nie auf den Curbs fährt, der kann den maximalen Schwung nicht mitnehmen. Und das aufgrund höherem Reifenverschleiß, das ist nicht gerechtfertigt. Und jetzt, was war jetzt da mit Hamilton los? Der hat sich ja ganz schön abreißen lassen. So, jetzt kommen wir zu langen Geraden. Da bin ich auf jeden Fall zu weit raus, das ist ganz klar. Hatte mir bis dato eigentlich einen schönen Vorsprung geschafft. Seht auch, mein Helmdesign ist das Originale von Nico Hülkenberg. Das passt also auch zum Force India. Ja, und die erste Runde haben wir durch und ich bin auf Platz 1. Bin dann eben Zweiter geworden. Für alle, die schon wieder vergessen haben. In der Fahrerwertung sind wir jetzt auch auf Platz 2. 10 Punkte Rückstand zu Lewis Hamilton, was ja nicht schlimm ist. Und Perez hat es auch auf Platz 5 geschafft. Dafür Gratulation. Und auch vom Team her sind wir jetzt auf Platz 2 mit 48 Punkten. Das ist ja super. Muss ich schon sagen, das ist wirklich super. Und die beiden Lotus haben sogar mal Punkte geholt. Aber ihr seht, sogar Kevin Magnussen hatte bisher immer noch keinen einzigen Punkt. Und das im McLaren Mercedes, der war richtig schlecht. Ja, jetzt gibt es noch die Siegerehrung. Da sehen wir mich ja. Mit dem schönen Helmdesign. Wie gesagt, die Helmdesigns sehen viel besser aus als die Originalen. Das ist echt. Aber nee, guck das mal an. Das ist ein bisschen schlechtes Helmdesign. Oder soll das so sein? Ich dachte, das wären so gerade Linien. Okay, vielleicht konnte ich mich nicht mehr erinnern, wie das Originaldesign war. David Chaimarila freut sich, der Teamchef von Force India. Ist ja, glaube ich, auch selbst ein Inder. Und wir sind jetzt auf aktuell Rang von 32, wird nicht reichen. Ne, 31. Und haben gleich 7 Mails bekommen. Was denn? Einführung, Forschung und Entwicklung. Aha, ich kann jetzt die Strategie wählen, oder wie darf ich das verstehen? Ich kann das wirklich wählen? Das wusste ich jetzt gar nicht. Ach, weil ich bin ja Erster, stimmt. Und hier, Reifenverschleiß sieht sehr gut aus. Stimmt, haben wir vergessen, in der 14. Runde nochmal zu schauen. Naja, anscheinend war es doch gar nicht so verkehrt. Ich fand es für meinen Teil schon schlecht, sagen wir es mal ganz klar. Und hier steht jetzt, ich weiß nicht, wie man das machen kann, wie man die Forschung... Oh, okay, dann macht's gut. Ich hoffe, euch hat das Rennen mal gefallen. Vielleicht habt ihr jetzt mich nicht immer ganz gut verstanden, weil ich eben noch ein Mikrofonamt zulegen möchte. Ich musste eben jetzt doch den Mikrofonständer am Tisch stehen haben, da war ich dann öfters vielleicht etwas leise. Ich hoffe, euch hat das Rennen ansonsten gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr einfach einen Daumen oder einen Favorit da lasst und es teilt. Also macht's gut, bis dahin. Ciao, euer Wolfsrudel.